Das sieht nicht gut aus. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Muss ich jetzt wieder das Schmerzmittel da holen, die ganzen Sachen? Sind die da wieder im Schrank? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Erstmal desinfizieren, ganz wichtig. Keine Bakterien reinkommen in die Wunde, ne? Mist. Nichts für Brandwunden. Das ist ein Desinfektionsmittel. Ach so, Brandwunden, warte mal. Ja, krieg. Hallo? Nein! Tut mir leid. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin vorsichtig. Mist, da war ich ein bisschen zu schnell. Muss ich ja mit Gefühl machen. Mit Gefühl! Mit Gefühl? Mit Gefühl? Nein! Oh! Tut mir leid. Einmal nicht aufgepasst. Einmal nicht aufgepasst. Und schon. Eieieiei. Ich habe alles desinfiziert. So, Brandsalbe. Für die Verbrennung vom Elektrizitätswerk. Boah, Alter, das ist so. Ah, das war. Nein, ah, Entschuldigung. Entschuldigung, Uha. Ich passe auf. Muss ich langsam machen. Gott, oh Gott, das hier sollte helfen. So, erstmal die Wunde verbinden. So. Eieieiei. So, das war's. Wie geht's Ihnen? Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Oh. Alter Schwede. Aber die Zeit läuft natürlich auch davon. Das kommt ja auch dazu. Wie geht es Ihnen? Ging schon besser.
War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie den Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Mhm. Und Chata froh ist, dass er sie hat, ne? Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Nicht der Rede wert. Ich habe nur manchmal Probleme mit dem Einschlafen. Das ist schon so, seitdem ich denken kann. Das ist jetzt schon das 2. Mal, dass ich Sie so antreffe. Es ist, als würden Sie ständig um Ihr Leben rennen. Was ist los, Ethan? Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Das ist eine gute Frage. Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Mann. Warum sagt er nicht ja? Die ist voll nett. Mann. Viel Glück. Warum lässt er sie nie? Verstehe ich nicht. Nummer 3. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? 9711 Marble Street. Dann wollen wir mal zu Marble Street. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Madison ist voll nett. Mann. Oh. Ich war es nicht. Hallo Framerate. Ich mache so etwas nicht. Ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Telefon. Ash? Da ist kein Kabel dran. Okay. Ich wollte es mal anmerken. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas... etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Ob er vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit hat? Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen.
Ich muss Sean Mars lebend finden. Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Ich weiß, Sie wollen doch keinen Mörder decken. Sie müssen uns unbedingt alles sagen, Doktor. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Blake, das reicht. Wir verschwinden hier. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Blake, hören Sie auf. Sofort. Lassen Sie mich. Sie haben dazu kein Recht. Alter. Los, Doc. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. Was ist los, Norman? Kalte Füße? Machen Sie sich nicht gerne die Hände schmutzig, hä? Ich dachte, Sie wollten das Kind retten. Das Leben von Sean Mars ist mir genauso wichtig wie Ihnen, aber ich halte mich an die Regeln. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Und zwar sofort! Dafür kriege ich Sie, Jaden. Keine Sorge, das werde ich nicht vergessen. Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Eine Origami-Figur. Wie treffend. Aber hat der Wiggen hier gespaltene Persönlichkeit? Könnte es sein, dass er es ist? Ich bin mir gar nicht so sicher. Weil würde er sich denn selber Origami-Figuren schicken und dann selber sich so in Gefahr begeben? Weil wir spielen ihn ja selber auch. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf diesen Schwer Mars vorstellbar. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Mars ist der Origami-Killer. Das wäre echt so einfach. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre... Nee. Shelby. Spielen wir jetzt wieder Shelby? Donnerstag, 7 Uhr. 76 Millimeter. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Aber gerne. Ein bisschen golfen. Bälle sind im Korb. Eieiei, das werde ich nie im Leben hinkriegen. Gut. Golf ist so schwer.
Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oje, oje, oje. Ui. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Für den Anfang war es okay, finde ich. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gaudi in den Origami-Fall verwickelt ist. Huch. So, dann gucken wir mal, ob wir nochmal eine Runde Golf hinkriegen. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Jawohl. Bist du dir sicher? Dann muss ihn ja meine Ermittlungen nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shawley. Und ich zahle gut für Loyalität. Aha. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie Ihnen Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shawley. Sonst bedauert Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Droht er uns etwa? Dreht sich alles nur um Geld, wie immer. Wie immer im Leben. Aber ob er der Origami-Killer ist, ich glaube nicht. Das wäre doch, glaube ich, zu eindeutig. Also meine ich zumindest. Das wäre zu einleuchtend. Aber ich bin mir nicht sicher, wer es sein könnte. Donnerstag, 7.47 Uhr. 77,72 mm. Aber er wird sich doch nicht selber in Gefahr bringen und Origami-Killer sein. Na, gucken wir mal. Die nächste Adresse. Test Nummer 3. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Da ist ein... Nein. Oh Gott, nein. Was ist das denn? Oh, ich dachte schon, da wären Schlangen. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Hm. Vielleicht kaputt hauen? Vielleicht ist irgendwo was drin. Bevor ich jetzt hier direkt die ersten kaputt haue, gehe ich erstmal direkt nach hinten. Das wäre zu einleuchtend jetzt die... Da scheint nichts drin zu sein, oder? Bin mir nicht sicher. Nein. Vielleicht die rote mal nehmen, die da hinten war. Ich habe erst gedacht, hier liegen Schlangen auf dem Boden. Ohne Scheiß. Ich wollte eigentlich die rote nehmen, aber gut. Schüttel, schüttel, schüttel. Schüttel, schüttel, schüttel. Schüttel. Auch nichts drin.
Okay. Hier vielleicht irgendwas? Hm. Da ist auch nichts drin. Gibt's doch nicht. Ah, warte mal. Die Tür ist grün. Warte mal. Wo ist denn der Grüne? Vielleicht ist es vorne der. Der hier. Das wäre... Aha. Wäre ich mal direkt zu grün gegangen. Guck mal einer an. Wie kriegt man denn bitte in so einer Porzellanfigur einen Schlüssel rein? Er ist schon sehr angeschlagen, nachdem was er alles erlebt hat. Wieso sollte er, wenn er der Origami-Killer ist, sich sowas antun? Ja gut, vielleicht um sich selbst zu bestrafen. Kann natürlich auch sein. Aber weil er eine gespaltene Persönlichkeit hat, einerseits bringt er Kinder um, andererseits testet er sich selbst. Ich weiß nicht. Willkommen zu PT, beziehungsweise Resident Evil 7 Demo. Sieht ein bisschen danach aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh. Ein Mini-Fernseher.